Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit in meine kleine Auszeit. Ich bin wieder hier, war eine kurze Pause, weil ich ein bisschen erkältet war. Wie sich das gehört im Herbst, ne? Da kommt das dazu. So, ich versuche, hoffe, dass ich mich nicht so oft räuspern muss, nicht mehr husten muss und wir das hier einfach mal durchziehen können. Denn ich habe noch einen Adventskalender für euch. Den packe ich jetzt mit euch aus. Es ist alles ein bisschen knapp, denn diese Woche ist er noch im Angebot bei Action. Es geht um den Max & More Beauty Adventskalender, den es bei Action jedes Jahr gibt. Diese Woche, ich habe geschaut für euch, ist er noch für 12,95 Euro im Angebot bis Dienstag. Also ich hoffe, ihr seht es rechtzeitig. Und sonst halt ihr 14,95 Euro, ist jetzt auch nicht so viel mehr. Das ist ein Kalender, der wirklich im Preis nichts zu meckern hat, würde ich mal sagen. Mal schauen, was der Inhalt sagt. Aber der ist tatsächlich auch nicht teurer geworden. Dieses Jahr ist ja alles ein bisschen teurer geworden. Aber das ist noch der normale Preis. Und diese Woche zahlt ihr sogar noch 2 Euro weniger. Ich muss gleich mal schauen, wie der aufgeht. Wie ihr wisst, ich mache das mit euch zusammen, damit ihr auch was zum Lachen habt. So sieht er von außen aus. Und ich weiß, er ist extra schön im Packaging. Aber wie kommen wir da jetzt ran? Das ist die große Frage. Ich werde mal, hier unten sieht es gut aus. Jawohl, schaut mal, hier unten war der so reingesteckt. Also, wie niedlich. So funktioniert. Und dann irgendwie ähnlich. Ah, und dann klappen wir nochmal um. Leute, das ist halbe Raketentechnik hier. Maison Max & More invites you to the biggest beauty party ever. Na, da sind wir doch mal gespannt, oder? Dann stellen wir uns hier hin. Schaut euch das mal an. Das ist schon süß, oder? Warum quietsche ich dabei so? Weiß keiner so genau. So. Und dann können wir das hier wieder reinstecken, oder auch nicht. Guckt ihr euch gerne an, wie ich von hinten aussehe. Klassischer Satz. Nö. Ich klapp's einfach doch. Das muss doch hier reinklappen. Passen. Leute, es sah so schön aus bei den anderen. Ich habe mir noch kein Video angesehen, weil ich ihn selber auspacken wollte. Bin auch sehr gespannt. Ich denke, es sind die, also oder ähnliche Produkte wie jedes Jahr hier drin. Aber für den Preis, wie gesagt, ne, beschweren wir uns erstmal nicht. Mal schauen, was passiert. Was noch so kommt. Klimper. Es ist wirklich eine halbe Raketenwissenschaft. Oh, ich habe es geschafft. Tada! Hat sich's gelohnt? So sieht es jetzt aus. Meine Güte. Kleiner Schlosspark, ne? Schlossgarten. Sehr schön. Ich liebe es ja. Ich liebe es. Also damit, da bin ich immer dabei, wenn wir irgendwie in ein Schloss fahren. Alte Gebäude, wo mal vor 100 von Jahren ganz andere Leute drauf gewandelt sind, auf den Fußböden etc. pp. Ich finde es wunderschön. Das ist ein Kalender, den ich mir tatsächlich auch hinstellen würde jetzt im Dezember. Dazu wird es aber nicht kommen, weil ich ihn jetzt auspacke mit euch. Wir haben nämlich nichts, was wir wieder verpacken können. Wartet mal. So. Sondern wir haben kleine Kläppchen, die wir aufmachen müssen. Und damit fangen wir jetzt mal an. Hier ist die 1. Und wie kriege ich dich denn auf? Das wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Habe ich euch schon alles gesagt über den Kalender? Na toll, wie geht denn der auf? Das geht ja gut los. Es sieht wunderschön aus, aber man kommt an nichts ran. Ich bin zu doof. Ich habe schon mal Kalender aufgemacht, ne? So ist es nicht. Aber ich glaube, das wird lustig. Boah! Und trotzdem nicht geschafft. Und trotzdem ist es halb zerrissen. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall Hilfsmittel für. Das ist ja der Wahnsinn. Erste Warnung, ihr kriegt es nicht auf. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr das auch nicht hinkriegt, wenn ich das nicht hinkriege, ne? Aua. Aber hier wird trotzdem nicht geschnitten. Ihr müsst da durch, ihr Lieben. So, natürlich wird geschnitten, ne? Wenn ich mal wieder unterbrochen werde, dann muss ich auch schneiden. Ihr wisst Bescheid, wie das hier läuft. Aber wir versuchen es jetzt mal durchzuziehen. Das ist Türchen Nummer 1. Wir haben einen Brow Pencil. Einen Augenbrauenstift. Ich finde ziemlich cool, dass der einen Anspitzer dabei hat.
Wie kann ich dich denn dann anspitzen, Schatzi? Tatsächlich direkt? Okay. Also heißt, das ist die Kappe. Tüdü. Und wenn ich ihn in die Kappe stecke und drehe, spitze ich den direkt an. Gut. Spannend. Ich weiß gerade nicht, ob ich das gefährlich oder gut finde. Auf jeden Fall ist die Farbe nichts für mich. Der ist zu dunkel. Okay, jetzt habe ich die roten Haare. Vielleicht könnte ich mal riskieren, dunklere Augenbrauen mir zu schminken. Aber es ist dann schon eigentlich nicht meine Naturfarbe und schon auffällig, dass es nicht meine Naturaugenbrauen sind. Ne? Es würde vielleicht zum Rot passen. Aber ich denke auch, es passt nicht für jeden. Also, okay, wir haben als allererstes also einen Augenbrauenstift in dunkelbraun. Die Farbe ist 295 Brown. Gut. Ich lasse es mal hier liegen. Und kämpfe mich jetzt weiter durch. Hier ist die Nummer 2. Ah, das geht schon besser. Sehr schön. Und da haben wir, aua, einen Highlighter, einen Cream Highlighter. Der sieht sehr rosig aus. So ist er. Der kommt sehr champagnerfarben. 10 Milliliter, eine Farbe steht hier nicht. Und das ist so ein, ja, kennen wir auch von Lippenprodukten, diesen Applikator, ne? Ich glaube, benutze den erstmal nicht. Der erinnert mich sehr an den Liquid Cream Highlighter von Essence aus der Disney-Kollektion mit Cruella de Vil. Wahrscheinlich wird es ein ähnlicher oder der gleiche Farbton sein. Daher mache ich ihn jetzt erstmal nicht auf, werde ihn nicht benutzen. Wir haben hier Nummer 3. Oh. Okay. Boah. Und dann auch noch festgeklebt, damit es nicht verrutscht wahrscheinlich, ne? Wir haben Augenbrauen-Schablonen. Drei Stück sind da drin. Ich mache das jetzt mal nicht auf. Heißt, das sollt ihr quasi auf eure... Oh, schaut mal bitte, wie groß das ist. Ich habe schon ein großes Gesicht, ne? Also, wenn ich das hier auflege, geht meine Augenbraue bis hier hinten. Wem passt das denn? Und andersrum? Ich weiß nicht. Okay. Augenbrauen-Schablonen. Hatten wir das schon mal? Ich bin... Es könnte sein, aber irgendwie finde ich es gerade nicht so geil. Na gut, Nummer 4. Aua, ist hier unten. Aua. Aua, aua. Nummer 4 bringt uns ein Setting Powder. Das finde ich ganz cool. Passt auch alles, ne? Das ist alles in diesem Blau gehalten. Das finde ich ganz schön. Oh, ich habe mir gerade ein bisschen weh getan. Ein Setting Powder, 2 Gramm, so sieht's aus. Ich denke mal, das wird translucent sein, dass es dann farblos auf der Haut ist. Es ist wirklich gepresst, es ist kein loses Puder. Ich werde es mal ausprobieren. Ich gehe mal mit einem flauschigen Pinsel rein. Ich möchte wissen, wie pudrig das wird, ob das was bringt. Da kommt schon was runter, das ist gut. Ich werde es jetzt nicht auf mein Gesicht hauen, weil darum... Oder? Na doch, das mattiert. Oh, ich glaube, das ist gut. Ich stehe auf matt, ne? Das finde ich, glaube ich, ganz in Ordnung. Das werde ich benutzen. Finde ich eine gute Sache. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob wir schon ein Setting Powder dabei hatten. Jetzt mache ich einmal kurz, dass ich jetzt hier weiß bin am Ende des Videos. Nummer 5. Und ihr seht es, ne? Der sieht dann danach natürlich ziemlich zerrupft aus. Da wird nichts wieder benutzt. Nummer 5 haben wir hier. Wir hatten... Okay. Wir hatten letztes oder vorletztes Jahr auch einen schönen Adventskalender von Max & More. Den benutze ich tatsächlich immer noch, aber nur dieses Cover. Ich habe gerade gedacht, das hier ist schon schön, aber ich würde mir das jetzt nicht irgendwo hinstellen, weil ich nicht wüsste, was ich daraus mache. Wir hatten diesen verwunschenen Wald. Das ist ganz schön gewesen und da habe ich mir den Kalender abgemacht, nur diesen Rahmen behalten und da ein Foto dahinter, sodass das Foto in diesem verwunschenen Wald ist und das benutze ich tatsächlich noch als Rahmen. Das hier werde ich nicht benutzen und wir haben in der Nummer 5 mehrere Nagelsticker. Oh Gott, das ist komplett verklebt hier. Oh! Nagelsticker. Die sehen so auch aus, passendes Design. Vielleicht werde ich sie auch benutzen. Ich hatte die schon mal in lila oder blau.
Es hat ganz gut geklappt, aber man konnte sie, also am Ende, meine Tochter fand sie toll, weil sie die abgepult hat. Die war ewig beschäftigt mit meinen Fingern, hat das abgepult. Ich habe es als Massage verbucht. wird hier wahrscheinlich wieder so laufen. Das ist nichts, wo ich sage, richtig gut, macht das rauf, ihr braucht euch die Nägel nicht mehr lackieren, ist super. Ja, okay. Okay, hatten wir aber auch schon mal, dann ist das wahrscheinlich in Ordnung. Nummer 6, Nikolaus ist ganz klein. Super klein, wir gucken mal, was er bringt, der Nikolaus. Glitter Eyeliner, oh, okay. Das ist doch mal ganz spannend. Wir haben hier einen Glitter Eyeliner in 235 Rose Pink. Das ist mal eine spannende Farbe. 3 Gramm haben wir hier, glaube ich, drin. 3,4 Milliliter. Und ich schaue ihn mir mal kurz an. So sieht der aus. Den finde ich ganz cool. Den finde ich ganz cool. Den werde ich benutzen. Ich benutze gar nicht viel Eyeliner, ne? Und das ist auch was... wir können uns ja, oder wir beschweren uns ja auch gerne mal, dass Sachen drin sind, die nicht jeder benutzt und dann ist das irgendwie blöd. Aber ich muss sagen, ich benutze das so auch nicht, würde es aber jetzt ausprobieren. Und da bin ich ganz froh, wenn Produkte drin sind, die ich sonst nicht benutze, weil ich dann auch mal aus meiner Komfortzone rauskomme und ein bisschen was ausprobiere. Ich würde mir nicht aktiv einen Glitter-Eyeliner kaufen. Dafür finde ich es ganz gut. Was ich halt blöd finde, ist, wenn wir farbige Produkte haben, die nicht zu jedem passen, womit man einfach nichts anfangen kann. Jetzt schauen wir aber mal in die Nummer 7. Achso, nee, ich wollte den schon hinstellen. Nummer 7 hat 6 Pickle Patches, Spot Patches heißen die hier. Und die sind nicht unauffällig, die sehen so aus. ich habe tatsächlich auch welche, ich benutze auch gern welche, auch für meine Kinder. Die sind aber durchsichtig, die kann man auch tagsüber tragen. Das, ich glaube, ich kann ja mein Kind mal fragen, ob das getragen werden will in der Schule. Ich glaube nicht, aber dann ist das für nachts. Ich wäre mal gespannt, wie gut die funktionieren. Vegan, aber hier sind alle Produkte vegan im Max & More Kalender, ne? Nur noch zur Info, das habe ich gar nicht vorab gesagt. 6 Stück haben wir hier, da müsste Salicylsäure dran sein, damit es wirkt. Vielleicht ist aber auch gar nichts dran und es soll einfach nur ein Schutz sein, damit nicht noch mehr Dreck raufkommt, dann ist das auch fein. Ich weiß gerade nicht, ob das in einem Beauty-Adventskalender gehört. Vielleicht, wenn man es kombiniert. So ein Stern. Aber wo hat man, hat ja meistens, also man kann auch hier einen Pickel haben, aber hier so ein Stern und damit ein Make-up, ich weiß nicht. Also ich glaube, es gehört für mich nicht in einen Make-up-Kalender. Dann haben wir hier die Nummer 8. Das ist wieder so ein Türchen, was ich vorhin nicht aufgekriegt habe. Au. Ah, mit Gewalt. Hä? Okay. Entschuldigt für den Ton gerade. Ich dachte gerade, ich habe dasselbe Produkt wie in der 1. Wir haben wieder einen Stift mit Anspitzer in Braun. Aber... das eine ist ein Brow Pencil und das andere ein Make-up Pencil. Heißt, ich soll dich für die Lippen benutzen oder was? Also das sind die beiden Stifte, die jetzt hier drin waren. Der Brow Pencil und der Make-up Pencil. Glitzert der ein bisschen? Ist da irgendwie... der schimmert. Die Farbe ist 289 Iconic. Und hier hatten wir 295 Brown. Das sind auch 0,5 Gramm. Auch zum Anspitzen. Es ist ein Make-up-Pencil. Also wahrscheinlich für, ihr könnt ihn gut benutzen für einen Eyeliner, Lippen. Aber ich weiß nicht, wie geil ich das finde. Und ja, Halloween, Make-up, ne? Irgendwas Künstlerisches, was ihr damit machen könnt. Ehrlich gesagt würde ich den aber auch dafür benutzen, weil der mir halt zu dunkel ist. Heißt, wir haben einen matten Braun und einen schimmernden braunen Stift. Ich zeige euch mal hier den Unterschied, da seht ihr das. Also irgendwie ganz cool, mal so einen Make-up-Pencil zu haben und man kann sich überlegen, wofür man den benutzt. Aber dann hätte ich diesen Brow-Pencil nicht gebraucht, ne? Okay, wir kommen zu Nummer 9. Die ist größer. Oh, die ist leer. Nummer 9 ist leer. Und hier ist ein tiefes Fach, da muss eigentlich irgendwas drin gewesen sein. Ich hoffe jetzt mal, dass das runtergerutscht ist. Und werde ich nachher nochmal schauen.
Oh Leute, Nummer 10. Nummer 10 ist hier unten. Und geht wieder nicht. Aua. Aua. Oh Mann. Ah, da haben wir Nummer 9. Die ist hier runtergerutscht. Ich habe mich gerade auf Make-up gefreut, ne? Ich dachte, jetzt kommen hier wieder so ein paar Sachen. Okay, hier ist Nummer 9. Augenpatches. Goldene Augenpatches. Hydrogel Under Eye Patches. Wahrscheinlich mit Hyaluronsäure. Es steht aber nichts hinten drauf. Hier ist wieder was Klebendes. Bah. In Sternform. Die Sterne sind aber nicht schön. Das sieht eher aus wie so ein Glibber, wie so eine Glibberhand. Kennt ihr die? Lieben meine Kinder. Ich schaue gerade mal auf die Rückseite, ob hier was steht über die Hydrogel Under Eye Patches. Nö. Cool. Doch, es muss irgendwo stehen. Da. Glycerin. Xanthan-Gum. Aha. Ja gut, das ist das Material. Was ist denn hier drin, mein Schatz? Sodiumhyaluronate. Okay. Augenpatches ohne bekannten Inhalt. Sehr schön. Dann haben wir in der Nummer 10 etwas. Eine Nagelfeile. So eine kleine beidseitige Nagelfeile, die ich nicht weiter anfassen möchte. Auch in Blau, das passt. Immerhin, juhu. Ist aber auch, ist das Beauty? Nummer 11. Beauty. Steht hier Beauty-Make-up-Kalender drüber? Beauty-Gifts. Adventkalender. Okay. Nummer 11. Was haben wir denn hier? Was Lilanes? Aua. Aua, aua. Das ist ja ein Traum hier gerade. Color Changing Lip Gloss. Oh nein, ist ja ausgelaufen. I'm not amused gerade. So, ich muss das mal abwischen hier. Es klebt. Es klebt. Es ist ein Color Changing Lip Gloss und ich werde es wahrscheinlich wegschmeißen. Color Changing heißt, es wird pink. Ja. Es läuft hier oben aus. Es ist hier kaputt. Ich lasse es jetzt einfach mal hier liegen. Lipgloss ist in Ordnung. Lipöl wäre auch cool. Lippenöl. Color Changing muss irgendwie nicht sein. Ich hoffe, dass das irgendwann mal vorbeigeht. Denn es wird am Ende einfach nur pink. Es wirkt cool für, weiß ich nicht, meine Tochter findet das cool, wenn ich sage, oh, ein zaubernder Lippenstift, der ist schwarz und wird dann pink. So. Aber ich brauche es halt irgendwie nicht mehr. Ich hoffe, es sind jetzt einfach die Produkte, die noch weg müssen. Und deshalb kommen die jetzt auch in den Adventskalender. Nummer 12 haben wir hier. Wieder kein Make-up, aber ein Spiegel. Spiegel sind fein. Ach, ich lasse ihn eingepackt. Es ist ein Spiegel mit dem Design des Kalenders. Okay. Nummer 13. Ich finde Spiegel ganz praktisch. Ehrlich gesagt verliere ich regelmäßig Spiegel. Ich weiß nicht wie, in verschiedenen Taschen oder so. Und finde es ganz gut, dass ich dann jetzt immer wieder welche habe. So, also eigentlich ist es in Ordnung. Nummer 13. Fällt runter. So, meckert nicht, dass ich schlechte Laune habe, ne? Ich versuch's, also eigentlich habe ich mich drauf gefreut. Nummer 13 haben wir eine Gold Jelly Face Mask mit Hyaluronsäure und Peptiden. Da steht's drauf. So sieht die aus. Das ist ein Sachet für eine Anwendung. Gelmaske, Feuchtigkeitsspende, Gelmaske. Okay, in 500 Sprachen steht's drauf. 15 Minuten drauf lassen. Hier steht alles drauf. Mit warmem Wasser abspülen. Und die wird gelartig sein. Ja, hier steht jetzt auch nichts weiter. Also es ist Feuchtigkeitsspenden. So, mit Hyaluronsäure. Das ist einfach Feuchtigkeitsspenden. Freut sich eure Haut. Eine Maske. Aber es ist doch kein Make-up. Leute, das ist Spa oder so. Es gibt ja auch den Spa-Kalender. Ich kaufe mir den nie, weil ich mir denke, nö, ich möchte gerne hier was Besonderes. Also Leute, 14. Was ist das? Ein Catliner, Topliner. Auch für Eyeliner, für die Augen.
Eine Schablone, okay, cool. 15. 15. Ich überlege gerade, können wir es denn irgendwie verbinden? Ja, vielleicht ist der Sinn dahinter, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Wir haben erst den Augenbrauenstift in der Farbe, die nicht jeder verwenden kann. Und dann die Schablone für die Augenbrauen. Okay, das ist der Sinn. Dann haben wir einen Glitter-Eyeliner, der ganz schön ist. Und eine Schablone für Cat Eye. Das wäre mal... Ich habe noch nie ein Cat Eye mit Glitter-Eyeliner gemacht. Aber die Produkte passen irgendwie zusammen. Okay, Nummer 15. Ist auch Pflege für mich. Aua. Ein Lip Scrub. Ganz klein. Wir haben hier 5 Milliliter. Ein Lip Scrub. Vielleicht hat es Farbe, aber auch wenn es Farbe hat, bringt mir das nichts, wenn es ein Scrub ist, weil ich ja nicht den ganzen Tag einen Scrub auf den Lippen behalte. Ja, ist wieder so ein ganz kleiner Applikator, also so ein angenehmer Applikator. Es hat Farbe. Aber das bringt mir ja nichts, weil ich das ja nicht drauf behalten kann. Es ist ein Scrub. Also wahrscheinlich steht jetzt nichts drauf mit Zuckerkörnern oder so. Er löst sich ja auch schon wieder auf, ne? Okay. Werde ich vielleicht benutzen, weiß ich nicht. Ich habe ein paar. Mal gucken, ob er dann noch gut ist, wenn ich die anderen aufgebraucht habe. Das sieht hier gerade nicht so schön aus, die Auswahl. Nummer 16. Ist bestimmt ganz toll für Halloween oder für meine Tochter. Sticker. Nagelsticker zu dick. Ich würde sagen, ach guck mal, einer ist schon ab. Für die Haut, fürs Auge, für, ich weiß nicht, benutzt ihr das? Vielleicht für Halloween. 17. Oh nein, nein. Ich möchte nicht so den Kalender auspacken. Komm, jetzt was Schönes. Bitte, 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 bitte. Oh. Jetzt haben wir hier auch andere Farben plötzlich, ne? Wir sind hier bei Pink, Weinrot, Beere. Und ich dachte, das liegt an dem Produkt, weil das Produkt farbig ist. Aber ich habe jetzt hier nochmal diese Farbe. Also wir sind von Blau irgendwie auf Beere gewechselt. Und das sieht mir noch aus wie ein Mascara. Maison Max & More Mascara in Black. 4,5 Milliliter. Ich gucke mir das Bürstchen an. Ich werde den auf jeden Fall benutzen. Das ist eine Travis Size. Und wir haben ein Faserbürstchen. Das finde ich gut. Wir haben so eine Sanduhrform. Ist der noch in sich gedreht? Der ist noch in sich gedreht. Seht ihr das? Den finde ich gut. Der macht Schwung. Wahrscheinlich. Riecht ganz normal. Aber fühlt sich auch schön saftig an. Den finde ich gut. Den werde ich ausprobieren. Yes! Ein Make-up-Produkt. Wuhu! Wo waren wir denn? 16? 17? 18. 18 ist klein, vielleicht mal ein Rouge oder so. Ich habe keine Ahnung. Ach, nee. Findet es mit mir heraus. So sieht das aus. Ist das ein Sponge? Ein Make-up-Sponge? Ach, schaut mal. Okay, das finde ich cool. Ein bisschen komisch zusammengepackt. Das ist ein Make-up-Sponge. Den werden wir ein bisschen ausbügeln hier. Und dann geht es ihm auch wieder gut. Die mag ich gern. Es ist diese samtige Oberfläche. Die benutze ich gerne für Setting Powder unter den Augen. Passt auch zum Setting Powder. Yes, es werden sich Gedanken gemacht. Doch, es hat nicht so gut geklappt, aber es wurden sich Gedanken gemacht. Das müssen wir erstmal appreciaten, ne? Nummer 19. Und da haben wir jetzt auch wieder die bärige Farbe. Und ich hoffe, aua. Ah, dass es jetzt besser wird. Eyeshadow Primer. Okay, jetzt geht nicht aus. Au. So. Ein Lidschatten Primer. Ich werde ihn nicht benutzen, ehrlich gesagt. Ich werde ihn weitergeben. Ist aber ein gutes Produkt. Mögen viele und ich weiß auch, habe ich mir jetzt hier was versaut? Nee. Dass es Menschen gibt, die den von Max & More mögen. Ich benutze es nicht. Ja, geht weiter. Ist wieder blau. Okay, aber das ist ein Make-up-Produkt und bin ich fein mit. So, dann haben wir die 20. Wir sind jetzt nur noch 4 Tage von Weihnachten entfernt.
Okay. Okay, es steht wirklich, es steht nicht Make-up-Kalender drauf, ne? Es steht Beauty-Kalender drauf. Fein. Wir haben Haarspangen. Wir haben zwei Haarspangen, eine kleinere und eine größere. Die kleine finde ich ganz cool. Es ist ein Gold, aber es ist nicht so ein krasses Gelbgold. Das mag ich nicht so sehr. Dieses, wenn es zu gelblich ist. Aber die ist ganz schön. Die gefällt mir ganz gut. Die werde ich behalten. Und die andere ist halt etwas größer. Und mit so kleinen Perlen drauf. Da seht ihr es. Aber ich habe das Gefühl, es hält. Ich habe schon gedacht, naja, mal gucken, wie gut das hält. Ah, ihr seht es, guck mal. Das ist mit einem Draht festgemacht. Seht ihr das? Mit so einem, mit so Angelsehne oder so. Okay. Ja, werde ich behalten, ausprobieren. Fein. Und wenn die Dinger abgehen, die Perlen, dann ist es eine normale goldene Spange, dann ist das auch fein. Dann kann ich die auch benutzen. Okay, Nummer 21 ist ein bisschen größer. Haben wir jetzt hier eine Lidschattenpalette, eine kleine. Ja. Okay. Eine Lidschattenpalette. Weihnachtlich. Ja, also ich will da gar nichts zu sagen. Also die ist weihnachtlich, oh, ohne Pinsel. Ich glaube, sonst war immer noch ein Pinsel mit drin, ne? Die ist ganz schön. Ich weiß auch, dass die Farben gut funktionieren von Rex & More. Ich habe tatsächlich jetzt auch für meinen Halloween-Look ein paar Sachen ausprobiert. Ich habe euch das gar nicht so gezeigt. Ich kann ja mal überlegen, wollt ihr das mal sehen? Ich habe so ein paar Sachen ausprobiert, ob ich euch die poste. In so einem Community-Post oder so. Aber ich habe zum Beispiel diese Palette von Max & More benutzt, die Wild Jungle-Palette, weil da schöne Farben drin sind, die auch gut funktionieren. Die sehen so aus. Und das sind wirklich Grüntöne zum Beispiel, die sofort da sind. Ne? Ich habe andere hier gehabt, es ging gar nicht. Und mit den Farben von Max & More geht es gut. Also dafür, dass die so günstig sind, funktionieren die wirklich gut. Und das sind schön weihnachtliche Farben. Das finde ich voll in Ordnung. Da ist halt kein Applikator dabei, das ist ein bisschen schade, aber wir schauen mal, vielleicht kommt der hier. Wir haben hier eine 22 und das Ding ist so klein, ich weiß nicht, wie ich das aufkriege. Ich nehme meine Pinzette. Ja, geht kaputt. Ach, schade. Okay, leider kaputt gegangen, tut mir leid. Da ist der Pinsel. Ich finde diese Pinsel ganz gut. Ich behalte den. Ich habe hier auch, ich finde die Größe ganz schön für... unter den Augen, wobei ich da jetzt lieber andere angeschrägte benutze. So welche. So angeschrägt. Viel größer auch, ne? Aber für eine Cut Crease zum Beispiel finde ich die Größe sehr schön. Ich habe nur gerade das Gefühl, das passt gar nicht. Der passt hier nicht rein. Schaut mal. Okay. Kein passender Pinsel. Dann haben wir vielleicht deshalb keinen Pinsel hier drin, weil sie uns lieber den größeren schenken wollten. Nö. Positiv sehen. So, 23. 23 ist hier. Vielleicht kommt jetzt ein Rouge. Au! Das geht nicht. Oh. Oh. Okay. Oh, Leute. Ein ästhetisches Adventskalender-Unboxing. Nein. Ein Bronze Powder. Das soll ein Bronzer sein, aber der ist sehr, sehr, sehr schimmrig. Also ich würde den nicht benutzen. Also wenn ihr im Sommer unterwegs seid und eure, ich bin aus dem Olivenmeer gestiegen, glänzende Haut habt und dann noch einen Bronzer raufhauen wollt, dafür sehe ich das. Aber sonst... Gott, also das würde so seltsam aussehen, wenn ich hier plötzlich so eine spiegelnde, glitzernde Umrandung in Braun um meinem Gesicht hätte. Das glänzt halt. Also das ist nicht eine matte, leichte Bräunung, die so ganz leicht... Ich habe jetzt auch einen Bronzer drauf, den sieht man aber kaum, weil das für mich auch jetzt so sein soll, dass man das nicht sieht, ne? Sondern dass es natürlich aussieht. Wenn ich hier so was Glitzerndes auf meiner Haut... Also ihr seht das. Das ist ein dunkler Highlighter vielleicht für einen anderen Farbtyp, für einen gelbstichigen, dunklen Farbtyp. Aber nicht für mich. Was mache ich denn damit? Die Prägung ist schön. Da haben wir wieder das Haus als Lidschatten. Aber es ist auch ein Glitzer-Lidschatten.
Bronze Powder, golden, ja. 2,3 Gramm. Ich weiß nicht, oder ich mische mir damit was oder so. Ich weiß gerade nicht so recht. Okay. Okay, Finale. Hatte ich 7? Ja. Finale 24 ist hier unten. Wir schauen mal rein, was die 24 uns bringt. Ja, die 24 bringt uns ein Marble Lip Gloss. Nicht ausgelaufen, immerhin. Hier, nicht mich, sondern das Ding möchten wir sehen. Sieht schön aus, ne? Sieht schön aus, ist wieder bärig, wird wieder so ein Applikator sein, genau. Ich werde es austesten. Riecht das? Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Ehrlich gesagt, ja. Gut, es ist ein Lipgloss. Das ist ganz schön. Ist wahrscheinlich relativ farblos. Dadurch, dass wir hier so ein helles Beere und Weiß haben, wird es wahrscheinlich relativ farbunintensiv sein. Schönes Wort. Sie hätten sich den halt sparen können dafür, ne? Das Color Changing Lipgloss. Dann macht doch lieber noch einen Rouge rein oder so. Oder einen Lippenstift hatten wir lange nicht. Ist das out? Liquid Lipstick. Ich weiß nicht, irgendwie was für Make-up. Also es ist, würde ich sagen, kein Make-up-Kalender, Adventskalender. Es ist ein Beauty-Adventskalender. Okay, fein. Preise habe ich euch jetzt auch nicht gezeigt. Kann ich nicht ausrechnen, weil vieles so gar nicht einzeln verkauft wird oder für den Kalender extra gemacht wird. Ich weiß nicht, was soll ich euch dafür aufschreiben? Oder für den Spiegel oder für eine einzelne Schablone. Das, es ist kein teurer Kalender, heißt, ihr könnt nicht so viel falsch machen, aber ihr könnt jetzt tatsächlich auch nicht so viel erwarten. Also, ich hatte schon bessere die letzten Jahre. Ich hatte wirklich schon welche, über die ich mich richtig gefreut habe. Ich habe mich auch auf den hier gefreut. Meine Mama hat ihn mir extra besorgt, weil er bei mir ausverkauft war. Und sie hat ihn mir besorgt und geschickt. Dankeschön nochmal dafür, Mami. Ich glaube, mein Highlight ist die Mascara. Ja. Und den Glitter-Eyeliner werde ich mal ausprobieren. Mal schauen. Ich glaube, es könnte passieren, dass der nicht groß auffällt, weil die Farbe sich zu sehr an meine Hautfarbe anpasst oder nicht so groß abweicht. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Ich habe leider gar nicht so viel jetzt dazu zu sagen. Was sagt ihr denn? Findet ihr den gut? Findet ihr, stell dich nicht so an? Ist doch Beauty, ist doch fein? Oder geht es euch ähnlich? Auch diese beiden Stifte, ne? Also, ich weiß nicht. Wir hatten dann auch schon mal Eyeliner und Make-up-Stifte, die eine schöne Farbe hatten. Ich habe goldene, ich habe petrolfarbene, grüne, ich habe blau. Ich habe einige von Max & More aus Adventskalendern. Aber dieses Jahr, vielleicht probieren sie mal was aus, dass wir auch mal Haarspang haben und so. Nagelfolie kenne ich schon. Das gehört für mich in den Spa-Kalender. Ich weiß nicht. Naja. Immerhin keine Badekugel. Aber dafür wieder dieses Ding, ne? Also, weiß nicht. Ich könnte das jetzt alles in eine Hand nehmen und euch zeigen. So, das ist jetzt nichts Dickes. Aber gut, sie haben sich beim Design Mühe gegeben. Das muss ich sagen. Da gab es nicht viele dieses Jahr, die wirklich richtig kreativ und schön waren. Ich bin auch dieses Jahr ein bisschen enttäuscht von den Adventskalendern. Ich habe jetzt nicht den großen Drang. Ich hatte einen, den ich mir noch unbedingt holen wollte. Hat leider nicht geklappt. Liebe Grüße an Goodiebox. Und damit, ja, ist irgendwie mein Zauber weg. Es gibt ganz viele tolle Mädels, die hier auspacken. Ne? Ihr seid versorgt, ihr guckt alle. Aber ich bin dieses Jahr nicht so begeistert von den Adventskalendern, leider. Und der, den ich mir jetzt hier besorgt habe, meine Mama ist extra losgefahren, der hat mich ein bisschen enttäuscht. Schade, schade. Ah, so, wir denken noch an was Schönes. Beides Halloween. Frage des Videos. Feiert ihr Halloween? Wollt ihr jetzt nochmal los und euch den Kalender holen, weil er bis morgen nur 12,95 Euro kostet? Oder lieber nicht? Und lasst uns sonst lieber gerne über Halloween sprechen, weil ich habe da sehr Bock drauf. Ich freue mich da immer sehr drüber. Und dann könnt ihr mir nochmal sagen, ob ich euch nochmal posten soll, was ich so ausprobiert habe. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, sonst hätte ich wahrscheinlich ein paar Shorts draus gemacht. Aber ich taste mich immer so ein bisschen durch und ich liebe es. So, und jetzt höre ich auf. Es geht ja eigentlich um den Adventskalender, aber
Dazu haben wir genug gesagt, ne? Danke fürs Zuschauen. Trotzdem danke fürs Durchhalten. Wir sehen uns bald wieder. Ich habe dich gehustet, ich habe mich nicht geräuspert. Yeah, heißt, ich kann wieder Videos drehen. Ich freue mich darauf. Danke an euch und lasst euch nicht ärgern. Ciao.